einzelne Definitionen in Human Design betrachtet in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen nach Claire W. Graves. Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video gehe ich einen Schritt weiter. Im vorigen Video ging es um die Wertehierarchie oder Entwicklungsstufen nach Claire W. Graves. Und diesmal möchte ich mir jetzt gezielt 3 Kanäle im Human Design anschauen und versuchen zu erklären oder dir Tipps und Hinweise zu geben, wie unterschiedlich diese Definitionen gelebt werden, je nachdem, in welcher Entwicklungsstufe nach Claire W. Graves wir uns befinden. Weil das ist das Nächste, der Unterschied, der einen Unterschied macht. Und zwar geht es um die definierten Kanäle 44-26, das heißt, das ist der Kanal der Übermittlung, Manipulation, Verkauf. Dann geht es mir in diesem Video um den Kanal 37-40, Gemeinschaftssinn und 34-20, Macher. Warum gerade die? Ganz einfach, den 44-26 habe ich selbst. Der war lange Zeit eine Herausforderung für mich, bis ich es geschafft habe, ihn wirklich zu lieben. Und die anderen beiden Kanäle kenne ich aus Familie und aus Bekanntenkreis ziemlich gut. Und wenn du schon länger meinen YouTube-Kanal besuchst, weißt du, dass ich nicht gern theoretische Abhandlungen nachplappere, sondern lieber aus eigenen Erfahrungen berichte. Das heißt, ich kann jetzt nichts über Kanäle erzählen, mit denen ich keine Erfahrung gemacht habe. Also können würde ich schon, aber ich will auch gar nicht. Und warum erzähle ich nur von eigenen Erfahrungen? Weil ich selbst eine Definition habe, die eben von selbst zur Kehle geht. Das heißt, ich spreche immer aus dem, was ich selbst erlebt habe. Also auch das ist jetzt wieder nur noch ein zusätzlicher Hinweis, warum handle ich nichts theoretisch ab, sondern berichte von meinen Erfahrungen und arbeite auch am liebsten mit Menschen, die ähnlich definiert sind wie ich. Aber beginnen wir beim Beginn. Der Kanal 44-26 ist der sogenannte Manipulationskanal. Ich habe ihn dir rechts unten eingeblendet. Der geht eben von der Milz zum Herzzentrum. Und eigentlich heißt der Kanal der Übermittlung, wird auch als Verkäuferkanal bezeichnet, so nach dem Motto, Menschen, die diesen Kanal haben, können Eskimos Kühlschränke verkaufen. Was jetzt für mich immer eine Herausforderung war und ist, weil ich habe immer gesagt, ich bin kein Verkäufer, ich bin keine Verkäuferin, ich bin keine Vertrieblerin, das liegt mir einfach nicht. Ja, stimmt, liegt mir nicht, wenn es um Dinge geht, die mich jetzt nicht wirklich interessieren. Das heißt, wenn es mich wirklich etwas interessiert, dann kann ich das auch übermitteln. Ich verkaufe es nicht. Und ich versuche auch andere Menschen jetzt nicht bewusst allzu sehr zu manipulieren, aber ich kann das, was ich sagen will, auch rüberbringen. Und im letzten unselbstständigen Job waren wir 7 Personen und 4 davon hatten eben diesen Kanal oder haben ihn noch immer, nur wir sind eben nicht mehr in diesem Job zusammen. Und das war eben spannend, weil ich habe zum Beispiel das Tor 44 bewusst und das Tor 26 unbewusst. Und es gab Kollegen, die es genau umgekehrt hatten. Es gab einen Kollegen, Kollegin, die es bewusst definiert hat und einen komplett unbewusst. Das heißt, ich habe auch die 4 unterschiedlichen Ausprägungen jetzt, je nachdem, welches Tor definiert ist, kennengelernt. Und ich ziehe überhaupt Menschen an, die diesen Kanal ihr eigen nennen. Was auch gut ist, weil ich eben vielen dann auch noch einen Hinweis geben kann, was sie mit diesem Kanal machen können. Schließlich lebe ich schon über 60 Jahre damit und seit 2007 habe ich mich auch intensiv immer wieder mit diesem Kanal beschäftigt. Das heißt, im ersten Teil geht es jetzt mal um diesen Kanal. Ich habe hier jetzt noch aufgeschrieben, es macht doch einen Unterschied, ob er bewusst, unbewusst oder elektromagnetisch verbunden ist, das hatte ich gerade schon gesagt. Und eben auch, welches Tor bewusst und welches unbewusst definiert ist bei elektromagnetisch. So wie bei mir eben. Also es gab es auch umgekehrt. Und das gilt auch für die anderen Kanäle. Also dieses
Der Unterschied, der einen Unterschied macht, ist eben bewusst definiert, unbewusst definiert, elektromagnetisch und wenn elektromagnetisch, dann was ist bewusst, was ist unbewusst. All das macht Unterschiede. Doch kommen wir jetzt mal zum Thema Verkauf in Bezug auf die Entwicklungsstufen nach Claire W. Graves. Und zwar, wenn jetzt dieser Verkaufskanal definiert ist und die Entwicklungsstufe ist rot, da geht es um das beste Produkt, die beste Firma, das musst du einfach kaufen. Das sind diese Keiler, die glauben, jeder Mensch muss das jetzt wollen, nur weil sie es wollen. Blau sind dann diese Verkäufer, die sich eben an alle Regeln halten, die sie gelernt haben. Das habe ich jetzt vor allem im Network Marketing kennengelernt. Dieses, mein Sponsor, mein Mentor, meine Mentorin hat gesagt, das muss ich so und so machen. Und da ist dieses ganze Duplizieren und hin und her und überhaupt. Das heißt, man versteht auch gar nicht, warum andere Menschen das vielleicht gar nicht wollen. Weil ich hatte bei den Entwicklungsstufen beim vorigen Video gesagt, bis zu grün glaubt man, dass das jetzt das Nonplusultra ist, wo man sich gerade befindet. Das heißt, blaue Menschen in der blauen Entwicklungsstufe machen alles ganz genau so, wie sie es gelernt haben. Und sie denken auch gar nicht darüber nach, ob es eventuell anders auch gehen könnte. Im Gegensatz dazu ist dann Orange. Da geht es darum, welche Technik muss ich anwenden, damit ich am schnellsten und ohne viel Aufwand und viel Geld verdienen kann. Also das sind die, die jeden shiny Object hinterherjagen und glauben, wenn sie nur recht viele unterschiedliche Techniken anwenden oder Strategien fahren, dass sie dann schneller dorthin kommen, wo sie hin wollen. Was auch nicht immer funktioniert. Das heißt, hier kommt jetzt auch immer noch dazu, wie lebe ich es? Lebe ich es im Positiven, lebe ich es im Negativen? Also du siehst, es ist jetzt zwar eine Schublade möglicherweise, auch diese Entwicklungsstufe, aber eine ziemlich große Schublade, wo noch ziemlich viele andere Dinge reinpassen. Bei Grün geht es eher um das Thema, was brauchen wir als Menschheit wirklich? Da kommt auch oft Minimalismus zur Sprache und da geht es eben darum, ich beschränke mich auf irgendetwas Bestimmtes, anstatt jetzt permanent irgendwelche shiny Objects zu genießen oder zu konsumieren. Bei Gelb ist die Überlegung, wie wirkt meine Handlung auf das System? Wenn ich das jetzt anpreise, helfe ich damit irgendjemandem in irgendeinem System. Also da geht es nicht mehr um, was will ich, sondern wie wirke ich? Und bei Türkis geht es dann auch viel um, entspricht das den Werten, die ich mir für die Gesellschaft wünsche? Wenn wir jetzt vom Verkauf weitergehen zur Manipulation, ich möchte dazu sagen, ich stehe auf dem Standpunkt, dass jegliche Aktion und Reaktion jedes Menschen immer Manipulation ist. Aber oftmals eben nicht bewusst. Nur wenn ich etwas sage, dann beeinflusse ich andere Menschen dadurch. Und das macht jeder andere Mensch auch, weil sonst bräuchte er nichts sagen. Wenn das jetzt einfach nur dahingebrabbelt ist, ja, solche gibt es auch, aber nur dahinbrabbeln ist jetzt irgendwie, finde ich, weniger sinnvoll. Manipulation. Manipulation in der Stufe Rot, ich will alles jetzt. Also das sind jetzt so die typischen Hardcore in der Pubertät stecken gebliebenen Menschen. Ich will das jetzt. Ich pubertiere jetzt, ich will das jetzt. Gibt es auch Menschen in meiner Altersgruppe, die einfach in dieser Phase stecken geblieben sind und eben noch immer sich aufführen wie pubertierende Jugendliche. Speziell auf Social Media. Bei Blau ist es so, ich habe das so gelernt, da mache ich es so, Schritt für Schritt, so wie es mir gesagt wurde. Das habe ich typisch gesehen bei deiner NLP-Ausbildung. Also ich habe ja meine NLP-Ausbildung rückblickend betrachtet nur gemacht, um zu wissen, was ich nicht will. Nämlich dieses strikte Prozesse durchführen und jetzt, das musst du so machen und so machen und so machen und so machen. Ich habe auch schon bei den Übungen nie wirklich alles genau nach Lehrbuch gemacht, sondern
intuitiv nach Gefühl. Und das ist der 4426. Der kann das einfach. Und wenn jetzt aber jemand in der Entwicklungsstufe blau ist, dann hält er sich eben an die Regeln. Und dann macht das. Und das merkt man auch. Das merkst du als Außenstehender, merkst du, wenn jemand eben manipulativ, bewusst manipulativ daherkommt. Das heißt, erinnert dich an die Kompetenzen. Blau und Manipulation ist für mich so bewusste Kompetenz. Man weiß, dass man es kann und man weiß, wie es geht und man macht. Aber es ist nicht diese unbewusste Kompetenz, wo man es eben macht, weil man es macht, sondern eben noch dieses angelernte, aufgesetzte. Dann haben wir Orange. Wie mache ich das jetzt am besten, dass ich möglichst schnell, möglichst erfolgreich werde? Also Erfolg und reich werde. Eben jetzt im Verkauf, in dem, was ich tun will, eben bewusst manipuliere. Mit dem Ziel jetzt nicht, ich habe das gelernt und ich mache das jetzt Schritt für Schritt, weil das habe ich so gelernt, sondern mit dem Hintergrund, mit dem Background, möglichst schnell Erfolg und reich zu werden. Bei Grün ist dann eben schon das Schiff zu, was können wir als Menschheit verändern? Damit immer mehr Menschen mehr an das Gemeinwohl denken und auch mehr davon haben können, profitieren können. Also jetzt nicht, wie werde ich möglichst schnell reich, sondern was können wir in der Gemeinschaft verändern? Was können wir als Menschheit verändern? Bei Gelb, was kann ich tun, um meine Aktionen, die Reaktionen zu, um mit meinen Aktionen die Reaktionen zu initiieren, das ganze System in meistens dann eben die von mir gewünschte Richtung lenken, weil sonst würde ich ja nicht manipulieren. Und bei Türkis haben wir, dass wir eben uns bewusst sind, dass jegliche unsere Re- und Aktionen ein manipulativer Akt ist. Und wir uns immer und überall gegenseitig beeinflussen und eben auch wissen, dass das jetzt nichts Schlechtes ist, sondern das tägliche Leben. Aber wir setzen es bei Gelb und Türkis jetzt nicht mehr bewusst ein, um einzelne andere zu manipulieren, sondern um in eine gewisse Richtung zu steuern, jetzt die ganze Menschheit. Was jetzt dann auch wieder darauf ankommt, in welche Richtung will ich und wie setze ich es ein? Das heißt, da kommen dann auch diese ganzen weiß- und schwarzmagischen Sachen zum Einsatz, wenn es ums System geht oder um ein System geht. Oder auch die ganzen Speaker. Die bewegen sich irgendwo zwischen Orange, Grün und wenige, ganz wirklich wenige, gehen dann auf Gelb oder Türkis über. Okay, der zweite Kanal, den ich mir anschauen möchte, ist der Kanal 3740, der Gemeinschaftssinn. Den habe ich selbst jetzt nicht, aber einer meiner Brüder hatte ihn und ich hatte auch einen besten Freund lange Zeit, also circa 5 Jahre, der ihn definiert hat. Das heißt, auch von daher, damals hatte ich schon mit Human Design gearbeitet, von daher ist mir auch bewusst, was da alles noch passieren kann. Und ich hatte auch längere Zeit Kontakt mit einem Eber, die beide den Kanal definiert hatten, was ich dann auch recht spannend fand, damals zu der Zeit und jetzt rückblickend natürlich noch immer. Und ich hatte beim letzten schon gesagt, es gilt natürlich auch hier, wie sie definiert sind, bewusst, unbewusst oder elektromagnetisch. Und hier kommt aber jetzt noch viel stärker die zugrunde liegende Einstellung. Also entweder, ob wir jetzt im Mangel sind oder in der Fülle. Und auf der anderen Seite auch, ob wir in der Negativspirale stecken oder in der Positivspirale. Also ob wir das Leben eher negativ sehen und ich bin ja das Opfer und ich bin ja so arm und das in der Gemeinschaft und in Bezug auf Gemeinschaft, das heißt, alle sind böse zu mir, was zum Beispiel bei meinen Eltern der Fall war, oder ob man in der Positivspirale steckt und so
Wir sind alle eine Gemeinschaft und alles, was ich bewirke, macht einen Sinn. Doch schauen wir uns die einzelnen Stufen an. Also hier hast du den Kanal eingezeichnet, der geht vom Emotionalzentrum zum Herzzentrum rauf. Dann kommen wir zu den Ausprägungen. Bevor wir aber dazu kommen, noch ein Hinweis. Team kann auch sein, toll, ein anderer macht. Das heißt, da geht es jetzt nicht nur um die Entwicklungsstufen, sondern auch um eben diese positive, negative Einstellung. Manche reißen sich den Allerwertesten auf, um eben im Team das Beste zu bringen. Und manche sind so, okay, wenn wir Gemeinschaft sind, dann überhaupt. Kommen wir gleich zur ersten Farbe, und zwar zur Farbe Rot. Rot kann auf dem Standpunkt stehen, wir sind eine Gemeinschaft, also sorgt für mich. Diesen Spruch kenne ich sehr gut. Ich war jahrzehntelang in Umschulungsmaßnahmen vom AMS tätig, das heißt viel mit Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen gearbeitet, und das war eine sehr beliebte Einstellung bei vielen, eben dieses, wenn wir in Österreich ist ein Sozialstaat, warum sollte ich mir einen Job suchen, erhaltet mich gefälligst. Schaut, dass ich über die Runden komme, dass ich überlebe. Wozu lebe ich in einem Sozialstaat? Bei Blau ist es so, was wir heutzutage, also jetzt in Zeiten wie diesen sehen, so dieses, oder eben Ende vorigen Jahres so gut gesehen haben, dieses, die Regierung sagt, du musst dich impfen lassen, also lasse ich mich impfen. Ohne zu hinterfragen, will ich das nicht, sondern ich lasse mich einfach impfen, weil die Regierung sagt. Auf der anderen Seite eben, wenn der Herr Q sagt, dass mich die Regierung manipuliert, dann gehe ich sicher nicht impfen. Ich meine, unabhängig davon, dass Regierungen und Medien schon immer manipuliert haben, nicht erst jetzt. Also das ist das, was übersehen wird, dass das jetzt ja nichts Neues ist. Nur der Herr Q manipuliert genauso wie die Regierung. Aber das sieht man ja dann nicht, wenn der Herr Q eben der Gottoberste ist. Oder wer auch immer. Und wenn jemand sagt, ich schlucke Entwurmungsmittel für Pferde, dann schlucke ich Entwurmungsmittel für Pferde, weil mein Gottoberster das gesagt hat. Also Blau ist eben wieder dieses, ich halte mich an irgendwas, dem ich jetzt zugestehe, dass er bestimmt, was ich tue. Und dazwischen gibt es dann eben einige andere, aber die sind meistens nicht in der blauen Stufe. Also in der blauen Entwicklungsstufe ist wirklich dieser vorauseilende Gehorsam. Jemand sagt, das muss ich tun, also tue ich's. Hatten wir auch schon beim Verkauf. Ich mache eins zu eins das, was mein Mentor mir angeschafft hat, dass ich machen soll. Hier geht es eben auch um, wir sind eine Gemeinschaft. Haben ja alle argumentiert, wir sind eine Gemeinschaft. Und wir wollen frei entscheiden können und, und. Im Prinzip ist es nichts anderes. Bei Orange ist so, dass eben Orange sagt, alle, ich will auch ein Stück vom Kuchen. Alle sind im Internet erfolgreich, also will ich auch ein Stück vom Kuchen. Weil wenn es alle können, kann ich es auch. Und je größer das Stück, desto lieber. Da ist jetzt noch nicht, dass ich auch was tue dafür, sondern das funktioniert jetzt. Und wenn 5 Leute sagen, dass sie jetzt Millionär werden, dadurch, dass sie jetzt Coach werden, dann mache ich das auch. Weil wir sind eine Gemeinschaft. Bei Grün, wir haben uns alle so lieb, also darfst du nicht bewerten und beurteilen, weil das ist ganz böse. Das sehe ich auch recht oft im speziell esoterischen Bereich. Und wenn ich dann sage, aber wenn du bewertest, dass Bewertungen schlecht sind, bewertest du ja auch, dann mögen mich die Leute meistens nicht mehr. Aber das ist jetzt das Hauptthema von Grün. Sie sehen es bei anderen. Du musst das Spielgesetz beachten. Oder kennst du das Spielgesetz? Ja, ich kenne es. Ich kenne es und ich lebe danach. Und wenn mich etwas triggert, dann schaue ich es mir bei mir an. Nur wenn jetzt jemand kommt und sagt, haha, das habe ich dir aber jetzt gut gespiegelt, dann sage ich, hallo, hast du es verstanden oder plapperst du nur mal wieder irgendetwas nach? Gelb, wir leben in unterschiedlichsten Systemen und wie kann ich mich in diese Gesellschaft einbringen?
wie kann ich dieses System unterstützen? Da geht es jetzt darum, eben, wie unterstütze ich das System, die Gemeinschaft, System. Und bei Türkis habe ich jetzt so als Schlagwort so, wenn wir alle von unserer eigenen Haustür kehren, ist auch die Welt an sich schöner und sauberer. Und die Gemeinschaft lebenswerter und liebenswerter. Also wenn jeder an sich selbst arbeiten würde und mit sich selbst arbeiten würde, dann würde sich alles verändern. Kommen wir zum dritten Kanal, den ich heute etwas näher ausführen möchte, und zwar der 3420, der Macherkanal. Der geht jetzt von Sakralzentrum zur Kehle rauf. Und durch diesen Kanal wird man automatisch auch zum manifestierenden Generator oder zum Spezialisten. Den Kanal hatten beide meiner Eltern und der zweite meiner Brüder. Auch mein erster Ex und mein letzter Ex-Lover war damit gesegnet. Das heißt, das ist so für mich so, dieser Kreis schließt sich durch meinen letzten Ex-Lover, also ich war nicht mit ihm verheiratet, habe ich das dann jetzt endgültig, das Thema für mich abhaken können. Und ich kenne natürlich sonst auch noch einige Menschen, die ihn definiert haben. Vor allem haben ihn viele Speaker und auch eben viele haben auch noch das Tor 57 definiert. Das heißt, du siehst hier auch noch das Tor 57 dranhängen unten. Und 3457 ist ja auch noch der Machtkanal. Das heißt, da kommen dann auch noch andere Qualitäten zum Macherkanal dazu. Weil eben, da geht es dann nicht nur ums Machen, ums Tun, sondern auch um, ich will aber auch die Macht ausüben. Also wenn das Tor 57 noch mit definiert ist, kommt auch noch die Macht dazu und auch noch der 5720. Also da werden durch ein zusätzliches definiertes Tor, werden auch noch zwei andere Kanäle definiert. Und wird natürlich auch der Macherkanal beeinflusst. Hatte ich schon gesagt, diesen Kanal finden wir bei vielen Speakern, Speakerinnen, Experten, Expertinnen, nämlich wirklich Expertinnen, also nicht die, die glauben, sie sind, sondern die wirklich etwas bewegen und wirklich etwas auf die Reihe bekommen. Und da liegt auch das Problem oder das Thema dieser Sache ist eben, die fahren dann der breiten Masse mit ihrer Energie und mit ihrer Kraft und mit ihrem Potenzial einfach drüber, die Masse springt an. Und wenn aber dann dieser Speaker oder dieser Experte nicht greifbar ist, nicht zur Verfügung steht, dann ist aber auch all das, was man in seiner Gegenwart oder in ihrer Gegenwart gelernt oder erfahren hat, auf einmal weg. Also das hat jetzt nicht nur mit Macherkanal zu tun, es hat mit jeder Definition zu tun, dass eben dann die Menschen aus dieser Energie wieder rauskippen und dann entweder dieser Person fast oder quasi hörig werden, weil sie eben immer und immer wieder diese Energie brauchen und wollen, damit sie weitermachen können. Die dadurch eben auch was vorgeben, jetzt vorgeben im Sinne von die Latte hochlegen, die dann aber die anderen nicht nachvollziehen können, jetzt sobald dieser Mensch weg ist, nicht mehr in der Aura ist. Das heißt, wenn jetzt diese ganzen Speaker und Motivationstrainer und Trainerinnen Veranstaltungen mit Hunderten oder Tausenden Menschen, wenn die über die Bühne gegangen sind oder das Konzert von irgendjemandem aus ist, dann fällt natürlich auch die Energie wieder runter. Und entweder braucht man es dann immer und immer wieder oder man wird sich dem bewusst, dass das jetzt eben nicht unbedingt die eigene Veranlagung sein muss. Wenn man zufällig die gleiche Veranlagung hat, zum Beispiel diesen Macherkanal, dann wird man damit auch selbst erfolgreich werden. Mit genau dieser Strategie, die dieser Mensch sagt, wird man auch erfolgreich sein. Nur wer hat schon die gleiche Veranlagung wie jemand anderer? Weil es geht ja nicht nur um den einen Kanal, sondern um alle Definitionen. Okay, kommen wir zu den Entwicklungsstufen.
Ich hatte schon gesagt, dieser Kanal macht einen Menschen automatisch zum Spezialisten, zur Spezialistin oder manifestierenden Generator oder Generatorin. Bei Rot jetzt dieser Macherkanal, was kostet die Welt? Das Leben ist einfach geil. Und aber auch, wenn ich es negativ lebe oder wenn es jemand negativ lebt, alles Schrott und Rebellion gegen das System. Weil ich mache da jetzt überhaupt nicht mit. Warum sollte ich? Ich bin ein Macher. Ich mache, was mir gefällt. Also jetzt auf der roten Stufe. Auf der blauen Stufe ist eben, sag mir, was ich zu tun habe und ich führe es aus. Oder die Verzweiflung, ich tue und tue, aber es verändert sich nichts. Ich halte mich ja eher an die Regeln. An die Regeln von jemandem, der ganz andere Definitionen hat wie ich. Ich wiederhole das immer und immer wieder, damit es dir wirklich bewusst wird. Nur weil jemand sagt, das ist toll, heißt nicht, dass es für dich toll ist. Und darum sage ich, ich möchte aber mit Menschen im 1-zu-1-Kontext arbeiten, weil wir dann genau auf das eingehen können. Wenn in solchen Massenveranstaltungen das zufällig passt, ist es voll super für den Menschen, für den es passt. Nur für den Großteil der Menschheit in solchen Massenauftrieben ist es nicht stimmig und nicht passend. Und darauf weise ich eben immer und immer wieder hin. Bei Orange ist es, um erfolgreich zu werden, kopiere ich einfach denjenigen oder diejenigen, die am meisten verdient. Jetzt nicht mehr so, was kostet die Welt, sondern hey, ich schaue mal jetzt an, wer ist der Beste und dann mache ich es. Grün, was können wir alle noch tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Da sind wir wieder bei der Flower Power Gesellschaft, die eben dann mit Licht und Liebe versucht haben, die Welt zu verändern, was damals eben noch ganz am Beginn stand, aber schon in eine förderlichere Richtung gegangen ist. Und viele leben es heute noch, aber nicht mehr so exzessiv eben wie in den 60er Jahren. Bei Gelb, ich reagiere so, wie ich gern hätte, dass die Welt wird, als Motto für Menschen mit dem Macherkanal in der Entwicklungsstufe Gelb und in der Entwicklungsstufe Türkis, wir alle nehmen Rücksicht aufeinander, bei allem, was wir tun. Aber wirklich eben alle nehmen Rücksicht aufeinander, bei allem, was wir tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs wieder mal dabei sein. Ich freue mich über einen Daumen hoch, über ein Abo und Glocke einschalten. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.